Hey Leute und ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Super Mario 64. Wir gehen in den dritten Kurs, oder beziehungsweise wir gehen noch nicht in den dritten Kurs rein. Denn es gibt da noch etwas für uns zu holen. Und zwar einen geheimen Powerstern. Und zwar ein geheimer Powerstern, wenn ich da hoch kann. So, und jetzt können wir ein wunderschönes Lied anhören, auf das ihr euch schon mal freuen könnt, was wir im nächsten Kurs hören werden. Und ich finde, dieses Lied ist einfach eines der wunderschönsten und besten Nintendo Soundtracks ever. Das ist einfach nur geil. Ich liebe es, okay? Es hat so etwas Beruhigendes, so, keine Ahnung. Wenn du mal einen schlechten Tag hattest, dann geht's dir mit dieser Musik gleich viel besser. Ist so. Aber ich liebe diese Melodie einfach. Alter, ist sie geil. Bam, 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 bam. Okay, jetzt habt ihr schon genug gehört. Nee, Spaß. Nee, nee, nee. Die Musik kommt jetzt sowieso. Wieder. Auf die könnt ihr... Auf die solltet ihr euch schon mal freuen. Wenn nicht, dann seid ihr alle kacke. Ich tauche in der Schiffswrack. So heißt die allererste Mission. Ah, diese Musik. Ich krieg da immer wieder Gänsehaut, wenn ich sie höre. Ah, das ist so eine wundervolle Melodie. Ich könnte sie wirklich jeden Tag 24/7 anhören. Genau. Jetzt müssen wir zum Schiffswrack nach unten. So. Und das ist auch die allererste richtige Unterwasserwelt, die wir jetzt sehen werden. Es gibt da noch eine weitere Unterwasserwelt. So, dich muss ich da jetzt rauslocken. Alcano. Hallo? Bro? Ich bin hier. Dude? Hallöchen! Siehst du mich? Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich trollen? Ja, verpiss dich aus dem Versteck. Hallo? Sag mal, bist du... Jetzt müsst ihr mich gesehen haben. Oh, ich muss schnell auftauchen. Heil dich, Mario. Ich will jetzt hier nicht sterben. Alter. Das hätte... eventuell schief gehen können. Da ist weg. Okay, ich kann rein, ich kann rein. So, rein da. So, da rein müssen wir. So, ich bin erstmal ganz kurz nach hinten. Um erstmal ganz kurz Luft zu schnappen. Und außerdem betreten wir hier diesen Bereich nur dieses eine Mal. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz überlegen, wie nochmal die Reihenfolge war. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, die Truhe war schon mal nicht. Weißt du? Nein. Ich weiß es nicht mehr. Oh, natürlich ist es die letzte. Bitte gib mir Luft. Okay, eins. Ah, ich glaube, die hier ist zum Schluss. Yep. Ja, ich hab's vergessen. Tatsächlich. So, schnell da hoch. Denn ich habe keine Lust, da zu lange da rumspringen zu müssen. Das ist unser 17. Stern. Geil. Oh, wie lange werden wir das wohl ohne Tod schaffen? Auch in das Schiffswrack. Locke den Alcano heraus. Genau, der heißt Kano. Es ist der Alcano. Aber, naja. Okay, das ist ein bisschen blöd hier. Ich glaube, ich sollte eher hier auf hochspringen. Shit. So, mit dir muss ich sprechen. Man hat dich sehr, sehr prima verstanden. Ja, danke schön, dass du mir hier die Kanone freigemacht hast. So. Ja, jetzt müssen wir nach unten. Wieder. Da unten ist zwar ein Stern, aber an dem können wir nicht ran. Genau, hier müssen wir rüber. Okay, Al. Au. Gib mir ein paar Münzen. Habe ich den Al rausgelockt? Nein. Komm. Schwimm raus. Ja. Das ist gut, das ist gut. So, und jetzt abpassen. Nein. So, jetzt. Wir müssen jetzt hier seinen Stern fangen. Nein. Komm schon. Ich brauche jetzt den Stern, aber ich brauche zuerst Luft. Okay. Immerhin gerettet. Okay, ich muss irgendwie anders dahin. Oh, ich warte. Als ob. Nein! Eine Mütze. Alter. Alter, wäre ich ein paar Sekunden später bei der Münze gewesen, wäre ich sicher tot gewesen. Aber die Mission will nicht, so wie ich's gerne. Dahl will nicht, wie ich gerne hätte, ne? Warum musst du heute streiken?
Das musst du ja so machen. Du musst halt irgendwie zum Schweif kommen. Nein. Das ist so eine nervige Mission. Schon wieder. Ja, jetzt sterbe ich. Ach, du bist doch ein Arsch. Der erste Tod. Bei so einer einfachen Mission. Schande. Schande über mich. Ich weiß auch nicht, wie man bei so einer sau einfachen Mission verkacken kann. Wow! Das war ein geiler Flug. Okay. Okay, das will, Kinder, macht das bitte nicht zu Hause nach. So, ich warte jetzt lieber hier ab. Ich drehe mich. Ich glaube, ich hätte es eher so machen sollen. Fick dich. Ja. Ich hab's komplett falsch gemacht. Ja, es war ein komplett unnötiger Tod einfach. Wirklich nur unnötig. Okay, wir hatten den allerersten Fail. Früher oder später musste er kommen. Und er wäre sicher frühestens beim ersten Bowser-Level gekommen. Und wir müssen jetzt zur Schatzhöhle tauchen. Ich weiß ja ungefähr, wo die ist. Gibt's da nicht irgendwo eine Koopa Shell oder so? Womit ich ein bisschen flott unterwegs bin? Genau, hier. Genau, stimmt, man hat die ja nicht unendlich lange. Daran kann ich mich ja noch erinnern. So halbwegs. Ach ja, wird Piratenbucht Panik. Eine der schwierigen Welten, wo wir die 100 Münzen finden müssen. So, die Säulen ausweichen. So, Reihenfolge. War klar. Eins, zwei, drei, vier. Und hier glaube ich spawnt der Spotterstern. Ja, tatsächlich. Alter. Das war ein relativ gut durchdacht. Von mir. Die Schatzhöhle. Ja, 8 rote Münzen, darauf habe ich erstmal keine Lust. Die eine andere Mission können wir. Den Stern, der beim Strudel ist, den können wir nicht machen. Das heißt, mir bleibt nur noch eine einzige Option übrig. Und das ist dieser Stern hier. So, jetzt muss ich erstmal ganz kurz zielen. Ah, ich bin zu niedrig. Das war definitiv zu niedrig. Okay. So, ein bisschen höher muss ich ansetzen. Das war definitiv zu hoch. Ah,
Vielleicht sollte ich hier einen Safe setzen, damit ich nicht die ganze Zeit zurückschwimmen muss. Oder, jawohl, ihr könnt ja das Gameplay ja live, unter Anführungsstrichen, ja miterleben. Okay, es hat ja alles so seine Vor- und Nachteile. Stimmt, stimmt, stimmt. So, jetzt müsste es passen. Wirklich jetzt? Als ob. Das kann doch nicht euer scheiß verfickter Ernst sein. Das kann nicht euer scheiß verfickter Ernst sein. Nein. Ach, leck mich doch. Normalerweise kriege ich das hier nicht so, normalerweise kriege ich das schneller hin. Ich probiere es mal in der Mitte. Wow. Total daneben. Aber ich glaube, Piratenbuch Spanisch ist eine der kleinsten Welten. In Super Mario 64. Ich glaube, da gibt es nicht viele Spots. Aber ich will jetzt endlich mal da hoch. Ja, das sieht gut aus. Ja. Passt. Das wollte ich jetzt nicht so machen. Aber egal. Okay, dann hätten wir auch hier diesen Stern. Dann würde ich ja schon mal fast sagen, wir beginnen mit Kurs Nummer 4. Und der war hier. Hinten. Ich will auf die andere Seite. Lieber Backbock, rutsche auf der Eisbahn. So. Wir müssen jetzt da rein. Und es gibt auch eine wundervolle Abkürzung. Und ja, hier gibt es auch eine Menge an Pinguine. Also ich hoffe, ihr seid Pinguin-Fans. So, los geht's. Okay. Und zwar die Abkürzung befindet sich... Ich wäre beinahe runtergeflogen. Hier. Schon ziemlich eine epische Abkürzung. Fuck. Total vorbei. Und... Naja. Ist gut, dass ich hier oben gelandet bin, weil da oben gibt es auch einen One-Up. So, jetzt gehen wir raus. Und schon ist der Stern da. Und die Rutsche ist normalerweise noch ein bisschen schwieriger. Es gibt, glaube ich, auch 3 Rutschen insgesamt in diesem Spiel. Bin mir jetzt aber nicht zu 100% sicher. Und eine Mission haben wir noch Zeit. Tatsächlich.
Und zwar findet das Pinguin-Baby. So, wir müssen einfach da runter, ne? Was? Okay. Okay, dann mache ich halt einen anderen Stern. Glaubt ihr, kriege ich das so hin? Ich glaube, so wie... Genau, da unten ist was. Das seht ihr, ja? Da will ich als... Da will ich jetzt hin. So, reden wir mal mit diesem Buddy. Er macht uns die Kanone schussbereit. Und Sprung. So, jetzt müssen wir so circa in dieser Höhe uns darüber schießen. Alter. Das war ein relativ knapper Flug. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie versuchen, diese Gegner hier loszuwerden. Weil die könnten mich runterschubsen, das wäre nicht so schön. Okay. So, hier müssen wir einen wundervollen Long Jump vollführen. So, jetzt da hoch. Hier ein Triple. Ah. Ich hab's natürlich direkt verkackt. Okay, hier kann ich die Kamera ein bisschen nicht so gut verändern. Aber wir haben es geschafft. Okay. Ich denke... An den Wandsprung, genau. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Stelle, um den Part zu beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen hoch da. Wenn nein, dann runter. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in Super Mario 64. Bis dann und ciao, ciao.